Hallo Leute, heute hier in Elektrotechnik in 5 Minuten. PV-Anlage, Einspeisevergütung ist zu Ende. Meine 43 Cent bekomme ich nicht mehr. Was muss ich jetzt tun, damit ich nicht irgendwie für 0 Euro einspeise? Also, wie schaut es jetzt aus? Was muss ich technisch alles verändern, damit ich mit der Anlage wieder up to date bin? So, technisch gesehen muss ich Folgendes machen, und zwar habe ich hier zwei Einspeisewechselrichter hier. Die ich hier habe, die kann ich natürlich nicht mehr entsprechend verwenden, weil die speisen das ganze Strom einfach ins Netz raus. Das bringt mir relativ wenig, sage ich mal. Und was ich jetzt machen muss, ist, ich werde diese beiden tauschen gegen Hybridwechselrichter. Wahrscheinlich schon gegen einen dreiphasigen Hybridwechselrichter. Und dann, jetzt kommt, werde ich noch einen Batteriespeicher hier drunter stellen. Auf den Tisch stellen drauf. Ne, Spaß, das Tischchen kommt weg. Dann kommt hier ein Batteriespeicher hin. Lithium-Eisenphosphat-Speicher. Bei einer 10 kW-Anlage wahrscheinlich ein 10 Kilowattstunden Speicher. Aber das ist ein anderes Thema, entsprechende Speicherauslegung. Und dann kann ich das Ganze, was ich hier auf der PV-Anlage, PV-Seite verbrauche, beziehungsweise erzeuge, andersrum erzeuge, kann ich dann in die Batterie speisen mit dem Hybridwechselrichter, speisen wir in die Batterie rein, und der Hybridwechselrichter ist dann für mich mein Netz, also der speist dann komplett mein ganzes Haus, und wenn die Batterie leer ist, dann schaltet die von Akku auf, normales Netz von draußen, und versorgt mich mit dem ganz normalen 230 Volt Netz vom örtlichen Versorger. Ja, das ist so der Plan der ganzen Geschichte, wenn die Einspeisevergütung mal wegfällt. Das ist ja nach 20 Jahren der entsprechende Fall. Ja, das war mein Video schon wieder zu, was muss ich tun technisch, wenn meine Einspeisevergütung nach 20 Jahren ausläuft. Ob die Wechselrichter, also ich habe noch ein paar Jahre, ob die Wechselrichter dann noch einsatzbereit sind, weiß ich eh nicht. Ansonsten werden sie für eine andere Anlage entsprechend dann verwendet, die auf nur Einspeisung ist. Und jetzt wünsche ich noch einen schönen Tag, macht's gut, tschüss und auf Wiederschauen, hier oben dürft ihr noch abonnieren. Hier geht es weiter mit einem weiteren coolen neuen Video. Macht's gut, tschüss und auf Wiederschauen.